Sehr geehrte Damen und Herren, verehrte Stadträtinnen und Stadträte, liebe Dresdnerinnen und Dresdner. Vor wenigen Tagen hatte ich eine Gruppe von Kindern im Rathaus zu Besuch. Ehrfürchtig schauten wir gemeinsam in das goldene Buch der Stadt und betrachteten die Amtskette. Einer der Knirpse fragte mich: Was wiegt denn die Kette? Ich musste passen. Heute kann ich die Frage zwar immer noch nicht in Kilo und Gramm beantworten, aber eines kann ich sagen: Die Amtskette wiegt leichter in der Hand, als wenn man sie auf der Schulter trägt. Die Dresdnerinnen und Dresdner haben mir mit der Wahl am 5. Juli den Auftrag erteilt, die Geschicke dieser Stadt als Oberbürgermeister mitzugestalten. Und ich sage bewusst mitgestalten, denn dies ist zentraler Bestandteil meines Amtsverständnisses. Ich werde weder die Weichen für diese Stadt alleine stellen, noch alleine bestimmen, in welche Richtung wir steuern. Als Dr. Gustav Otto Beutler am 28. März 1895 genau diese Amtskette entgegennahm, sagte er in seiner Antrittsrede als neu gewählter Oberbürgermeister: Alle meine Bestrebungen aber würden vergeblich und meine Mühen im Amt ohne Erfolg bleiben müssen, wenn Sie, meine Herren Kollegen im Rate, mir nicht Ihre freundliche Unterstützung und Förderung gewähren wollten. Bis auf das Wörtchen Damen ist dieser Aussage Beutlers eigentlich nichts hinzuzufügen. Dies ist kein Hilferuf, keine Kapitulation vor dem Amt, sondern ich sage Ihnen, Sie und ich haben hier eine gemeinsame Verantwortung. Wir haben in den vergangenen Wochen und Monaten viel über eine gespaltene Gesellschaft, über Ausgrenzung einzelner und ganzer Gruppen diskutiert. Nicht nur in Dresden, aber besonders intensiv in unserer Stadt. Ich habe sicher nicht die Antworten auf alle Fragen, die in dieser Debatte gestellt wurden. Für mich steht aber fest: Wenn es einen Ort gibt, der die Bürgerschaft in ihrer Breite am ehesten repräsentiert, dann ist es dieser Stadtrat. Folglich hat die Art und Weise, wie wir hier miteinander umgehen, wie wir hier zu Beschlüssen kommen, nicht nur eine inhaltliche Komponente, sondern sie ist von großer symbolischer Bedeutung. Verstehen Sie mich nicht falsch. Es ist völlig normal, dass wir nicht immer einer Meinung sind. Genauso wie die Fraktionen untereinander. Dennoch werde ich immer bestrebt sein, dass wir in diesem Gremium ein Bild nach außen abliefern, welches auf das Wohl der gesamten Stadt abzielt. Die gemeinsame Verantwortung, in der wir für mehr als eine halbe Million Menschen stehen, ist so viel wichtiger als die Interessen einzelner Gruppen. Sie wissen, dass ich ein Mensch bin, der seinen Worten Taten folgen lässt, sich daran hält, was er verspricht. Im ersten Schritt habe ich neben den neuen Bürgermeisterinnen und Bürgermeistern auch die Fraktionsvorsitzenden zu einer ersten, und ich betone ersten, Klausur eingeladen. Gleichzeitig werde ich die Bedeutung eines Miteinanders nicht nur Ihnen gegenüber einfordern, sondern Gleiches auch von meiner Verwaltung. In vielen Bereichen arbeitet der Rat und die Ämter und die Geschäftsbereiche schon heute gut zusammen. Doch an zu vielen Stellen mangelt es noch an gegenseitigem Vertrauen und Respekt. Die Ursachen hierfür mögen vielschichtig sein. Entscheidend ist: Die Aufgabe der Verwaltung, der Bürgermeister und Amtsleiter ist es, den Stadtrat vorbehaltlos zu unterstützen, damit hier die richtigen Entscheidungen gefällt werden können. Gleichzeitig erwarte ich, dass auch Sie als Stadträtinnen und Stadträte der Verwaltung einen Vertrauensvorschuss geben und deren Sach- und Fachverstand respektieren und nutzen. Warum ist mir ein gemeinschaftliches Handeln zwischen Rat und Verwaltung, zwischen Ihnen
und mir so wichtig. Weil ich davon überzeugt bin, dass nur auf der Basis dieser Gemeinsamkeit eine tragfähige Vision und eine Zukunftsstrategie für unsere Stadt entwickelt werden können. Wir alle hier erfüllen unser Amt nur auf Zeit. Was wir aber tun, muss darauf angelegt sein, auch mit anderen Amtsinhabern und anderen Mehrheitsverhältnissen weiterhin Bestand und Gültigkeit zu haben. Es ist so eine Modeerscheinung, Vorhaben mit Jahreszahlen zu betiteln: Agenda 2010, Ziele 2020, Entwicklungsplan 2025 und so weiter. Entwicklungen sind aber ein stetiger Prozess und was wir heute tun, wird länger wirken, als wir vielleicht ahnen. Das vergisst Politik manchmal. Meine Vorgänger in diesem Amt, angefangen bei Furtenhauer, über Stübelblüher bis hin zu Wilhelm Kölz, haben vor vielen Jahrzehnten Entscheidungen getroffen, die noch heute nachwirken, die noch heute das Bild von Dresden prägen. Sicherlich hatten diese Herren keine Agenda 2000, aber dennoch eine klare Vorstellung davon, was der Stadt in diesem Moment zum Vorteil gereicht und gleichzeitig die Zukunft Dresdens sichert. Und darum geht es. Nicht um die nächste Wahl, nicht um 2020, sondern um die Zukunft Dresdens. Deshalb fordere ich Sie als demokratische Fraktion des Stadtrates auf, gemeinsam mit mir eine Zukunftsstrategie zu entwickeln, die sich nicht an Jahreszahlen oder Wahlterminen orientiert, sondern die realistisch, visionär gleichermaßen ist. Eine Strategie, die wir beginnen und die fortgeschrieben werden kann. Sehr geehrte Damen und Herren, Dresden ist eine wachsende Stadt. Und es liegt nicht zuletzt in unserer Hand, wie sich diese Entwicklung weiter vollzieht. Dafür haben wir in den vergangenen Jahren ein Fundament mit vielen guten Bausteinen geschaffen, die wir nicht entfernen dürfen. Drei Bausteine sind mir besonders wichtig. Der erste dieser Bausteine ist für mich die Schuldenfreiheit des städtischen Haushalts. Nur auf Basis der damit gewonnenen Selbstständigkeit lassen sich die Herausforderungen der Zukunft finanziell bewältigen. Man kann trefflich darüber philosophieren, ob die Schuldenfreiheit nur ein Fakt oder ein politischer Wert an sich ist oder ob Schulden gut oder böse sind. Ich persönlich sehe dies weitaus pragmatischer. Die Schuldenfreiheit erlaubt es uns, selbst zu entscheiden, welchen Weg wir einschlagen. Keine Aufsichtsbehörden, keine Banken sitzen mit am Tisch, wenn wir die kommunale Selbstverwaltung mit Leben füllen. Der zweite Baustein ist und bleibt das Thema Wirtschaftskraft. Kleine und mittlere Unternehmen und Handwerksbetriebe sind das Rückgrat unserer wirtschaftlichen Landschaft und werden es auch bleiben. Es gilt also, diese Unternehmen weiter zu stärken, ihnen Möglichkeiten für Wachstum und Innovationen zu eröffnen. Verwaltung und Stadtrat müssen gemeinsam noch stärker und zielgenauer Unternehmen und Investoren unterstützen. Ein wesentlicher Aspekt meiner Wirtschaftspolitik ist es, dabei die Wissenschaft noch stärker mit der ansässigen Wirtschaft zu verzahnen und gleichzeitig die Gründung neuer Firmen aus den Forschungseinrichtungen zu fördern. Schon heute haben wir eine enge Zusammenarbeit zwischen Hochschulen und Verwaltung. Aber diese sollten wir auch dafür nutzen, den Standort weiter voranzubringen. Ganz konkret heißt dies, dass wir Innovationen, die hier in Dresden entwickelt werden, auch hier einsetzen. Dabei ist unsere Verwaltung gefordert und dazu muss sie sicherlich ein ums andere Mal flexibler reagieren dürfen. Eine ganz wesentliche Voraussetzung, dass unsere Wirtschaft zukunftsfähig bleibt, wird die Frage sein, wie wir den Bedarf an Fachkräften decken. Und dies führt mich auch direkt zum dritten Baustein einer Zukunftsstrategie, der Bildung. Bildung ist und bleibt der Schlüssel für eine kontinuierliche Weiterentwicklung in unserer Stadt. Dabei sind wir uns einig, dass neben der schulischen Bildung genauso die frühkindliche, die universitäre, kulturelle und nicht zuletzt die politische Bildung ihren Platz in unseren Strategien haben müssen.
Der bereits laufende Ausbau der Krippen und Kita-Plätze und unser gewaltiges Investitionsprogramm in die Schulen sind für mich daher ebenso unantastbar wie unser Engagement für die kulturelle Bildung in unseren zahlreichen Einrichtungen in der Landeshauptstadt. Als Stadt ist es aber weder unsere Aufgabe, noch wären wir allein in der Lage, den gesamten Bereich der Bildung, wie ich ihn beschrieben habe, zu organisieren und zu gestalten. Daher brauchen wir engagiertes Mitwirken der Einrichtung selbst, des Freistaates und letztlich auch der Bürger. Sehr wohl sind wir aber gefordert, dass unsere Bürgerinnen und Bürger ihr Leben lang Zugang zu Bildung erfahren können, unabhängig vom sozialen Status, Alter, Herkunft oder Geschlecht. Auf der Grundlage dieser drei Bausteine will ich gemeinsam mit Ihnen eine Vision, eine Zukunftsstrategie entwickeln. Dresden hat es verdient, dass wir auch in 10, 25 oder 50 Jahren von einer lebenswerten und zukunftsfähigen europäischen Großstadt sprechen werden. Sehr geehrte Damen und Herren, ein wesentliches Merkmal meiner Amtsführung soll der permanente Austausch mit den Bürgerinnen und Bürgern dieser Stadt sein. Die vergangenen Monate in Dresden haben mir gezeigt, dass wir gerade in dieser Hinsicht oftmals in ganz alltäglicher Weise erhebliche Defizite haben. Vertrauen in unser politisches System beginnt aber vor allem damit, dass die Menschen Vertrauen in die politischen Verantwortungsträger haben. Ich setze deshalb für mich selbst den Maßstab, dass jeder Bürger, der sich Rat und hilfesuchend an mich wendet, auch eine angemessene Antwort von mir erhält. Und zwar unabhängig davon, welchen Weg sie oder er dafür wählt. Genau für diese Aufgabe richte ich ein zentrales Management bei meiner persönlichen Referentin ein. Ich werde weiterhin kontinuierlich die Ortschaften und Ortsämter besuchen, Bürgersprechstunden abhalten, gleichzeitig aber über die sozialen Medien ansprechbar sein. Natürlich sind auch Beteiligungsverfahren, wie wir sie schon heute in den Ämtern anwenden, auch künftig wichtig. Aber diese Verfahren dürfen keine Alibi-Funktion einnehmen oder sich nur an bestimmte aktive Klientel richten. Wir müssen Instrumente finden, die jedem einfach und nachvollziehbar eine Beteiligung am politischen Prozess ermöglichen. Gestatten Sie mir dazu einen Vorschlag. Die Bauarbeiten im Rathaus haben den Stadtrat ja schon gezwungen, flexibel bei der Ortswahl zu sein. Warum sollten wir nicht ein- bis zweimal im Jahr unsere Sitzungen ganz bewusst in die Stadtteile verlagern, um uns dort vor Ort bestimmten Fragestellungen neben der Tagesordnung zu widmen und ganz aktiv mit den Menschen ins Gespräch zu kommen? Wenn dieser Tage immer wieder der Abstand zwischen Politik und Bürgerschaft beklagt wird, dann kann manchmal auch ein symbolischer Schritt der erste Schritt aufeinander zu sein. Liebe Dresdnerinnen und Dresdner, im Moment ist es vor allem ein Thema, welches nicht nur die Medien, sondern auch die Gespräche am Arbeitsplatz oder zu Hause beherrscht. Die Kriege und Konflikte in Syrien, Afghanistan und Teilen Afrikas zwingen Millionen Menschen, ihre Heimat zu verlassen. Nicht in der Hoffnung auf ein besseres Leben, sondern um ihr Leben zu retten. Und zuallererst, unabhängig von allen Debatten und Auseinandersetzungen, unabhängig von allen aktuellen Problemen und Herausforderungen, sei eines vorangestellt. Ich hoffe für all diese Menschen, für die Männer, Frauen und Kinder, dass der Friede in ihrer Heimat, in ihre Städte und Dörfer zurückkehrt. Frieden ist für uns hier in Deutschland so selbstverständlich geworden, dass wir ihn als Normalzustand betrachten. Frieden ist aber vielmehr ein wertvolles Geschenk, das in diesen Tagen Millionen von Menschen genommen wurde. Jeder, der in den vergangenen Monaten eine Flüchtlingsunterkunft besucht und mit den Familien gesprochen hat, weiß, dass ein Recht auf Asyl zwar Schutz bieten kann, aber es ersetzt keine Heimat. Ich sehe mich, die Verwaltung und Sie als Rat in der großen Verantwortung, für diese Menschen Bedingungen für ein menschenwürdiges Leben zu schaffen. Dies zu tun,
ist eine humanitäre Selbstverständlichkeit und eine historische Verantwortung. Wir dürfen eines nicht vergessen: Dresden und seine Bürgerschaft hat in der jüngsten Vergangenheit zwei Weltkriege und zwei Diktatoren erlebt. Genauso wie Vertreibung, Verfolgung und Flucht. Frieden ist keine Selbstverständlichkeit. An dieser Stelle gilt mein Dank denjenigen, die seit Wochen und Monaten unermüdlich für die ankommenden Flüchtlinge engagieren. Sei es ehrenamtlich in zahlreichen Initiativen und Vereinen, sei es hauptamtlich in den Hilfsorganisationen, in Unternehmen und Verbänden. Und mein Dank gilt auch den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Verwaltung, die teilweise bis weit über ihre persönlichen Belastungsgrenzen versuchen, dass die Stadt Dresden die Herausforderungen der ankommenden Flüchtlinge meistert. Und dank dieser Menschen in allen Ämtern haben wir das als Stadt Dresden bisher geschafft. Wir stellen uns darauf ein, eine steigende Zahl der Asylsuchenden zu bewältigen. Die dafür notwendigen Prozesse in der Verwaltung will ich möglichst effizient und für die Bürger transparent gestalten. Ich sage aber auch voraus, dass uns dies alleine wegen der Größe der Aufgabe nicht immer perfekt gelingen wird. Deshalb bitte ich Sie als Stadträte und Stadträte, uns den Rücken zu stärken, wo auch immer Sie im Einsatz für unsere Stadt unterwegs sind. Dafür schon jetzt herzlichen Dank. Gleichzeitig werde ich alles daran setzen, dass wir die Asylsuchenden in unser gesellschaftliches Leben besser integrieren. Schon jetzt haben wir als Stadtverwaltung selbst 200 Flüchtlingen eine Arbeitsgelegenheit geben können und ich will diese Zahl deutlich ausbauen. Im Augenblick bin ich persönlich mit ortsansässigen Unternehmen im intensiven Gespräch, nicht nur Sprachkurse für Asylbewerber zu finanzieren, sondern ihnen auch Arbeits- und Ausbildungsmöglichkeiten zu geben. Und ich sage den Bürgerinnen und Bürgern, die ernstzunehmende Ängste haben, die Aufnahme von Flüchtlingen wird den gewonnenen Wohlstand in unserem Land nicht bedrohen. Selbst wenn wir in diesem Jahr 5.000 Menschen aufnehmen sollten, sind dies nicht einmal 1% der Gesamtbevölkerung. Vielmehr ist es eine Frage unserer Humanität und Solidarität, wie wir die Herausforderung von heute meistern. Und ich bin sicher, dass wir dies gemeinsam meistern werden. Und gestatten Sie mir an dieser Stelle eine sehr persönliche Bemerkung. Das Bild unserer Stadt, unserer gesamten Region hat in den vergangenen Monaten, Wochen und Tagen erheblichen Schaden genommen. Darüber kann man erschüttert sein, darüber kann man sich aufregen, dadurch ändert sich aber nichts. Zu keinem Zeitpunkt dürfen wir resignieren, im Gegenteil. Ich habe mich in der Vergangenheit klar gegen jede Form von Gewalt und Rassismus bekannt und werde während meiner ganzen Amtszeit aktiv dagegen vorgehen. Traurigerweise haben sich in bestimmten Regionen Sachsens rechtsradikale und neonazistische Strukturen entwickelt und sogar etabliert. Diese Strukturen werden wir nicht durch magische Worte von heute auf morgen auflösen, sondern nur durch demokratisches Engagement und politische Bildung. Hier wird die Stadt ihr Möglichstes tun, sei es in der täglichen Arbeit, sei es im lokalen Handlungsprogramm für Demokratie und Toleranz oder in weiteren Projekten. Als Stadt können wir das nicht allein schaffen. Dafür brauchen wir das gesellschaftliche Engagement vieler Dresdner. Aber ich appelliere auch an den Freistaat, dass er jetzt endlich das Thema rechtsradikaler Strukturen mit großer Ernsthaftigkeit anpackt. Denn eines sollten wir aus der Geschichte gelernt haben. Blütezeiten erlebte Dresden und der Freistaat immer dann, wenn man sich nach außen öffnete, wenn Einflüsse aus der ganzen Welt hier Eingang fanden. Wir müssen diese Internationalität endlich wieder Alltag werden lassen. Keinen Alltag, den wir einfach nur hinnehmen, sondern den wir begrüßen und gestalten. Sehr verehrte Stadträtinnen und Stadträte, liebe Gäste, in den kommenden Tagen und Wochen werden die frisch gewählten Bürgermeisterinnen und Bürgermeister die Runde an meinem Tisch komplettieren. Ich freue mich auf die Zusammenarbeit und vor allem ist es mein Ziel,
dann in die konkrete Umsetzung der heute skizzierten Themen zu gehen. Sicherlich konnte ich heute bei weitem nicht alles ansprechen, was an dringlichen und aktuellen Themen auf dem Programm steht. Bitte haben Sie auch dafür Verständnis, dass die Konkretisierung vieler Maßnahmen erst in den nächsten Wochen folgen kann. Dies führt mich aber unmittelbar zurück zum Anfang meiner Rede. Wie schwer ist diese Amtskette? Ich glaube, sie kann nur dann zu schwer werden, wenn niemand mehr hinter einem steht, der stützt, der Halt und Rat gibt. Ich bin mir sicher, dass mir in einer gemeinsamen Partnerschaft mit Ihnen und der Bürgerschaft diese Amtskette nicht zu schwer werden wird. Dafür mein herzliches Dankeschön schon heute.